Nein, ich glaube, ich mache das. Was der war? Nein, mach besser. Na genau. Da hörst du auch zu? Ja, klar. Ja, okay, alles klar. Wenn du die Blöden fragst. Ja. Ich habe gar keine Frageminute eingerichtet gerade. Bin ich nicht darauf eingestellt. Wie viele Farben hat das AGA-Spiel maximal? Du weißt jetzt ungefähr eine halbe Stunde wird der Vortrag dauern, dann kannst du inzwischen mal erzählen. Ja, geht das auf dem ZX-Spektrum auch? Die Demo-Programmierer sind nicht hinweg, ich weiß nicht, was sie noch alles rauskriegt. Dann aber auf den Markt hinein programmiert, bitte. Jetzt einmal eine Ruhe hier, jetzt geht's los. Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, dass ich da überhaupt eingeladen bin. Eine feine Geschichte, freue mich total. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal einen Vortrag gehalten zum Thema Reshoot, Entwicklung von. Und jetzt habe ich ein Nachfolgespiel angefangen, das nennt sich Reshoot R. Und ich versuche ein bisschen zu vermitteln, was da so passiert ist in den letzten 2 Jahren, wie die Entwicklung vor sich gegangen ist und was so alles passiert ist jetzt eben in letzter Zeit. Also in den nächsten Minuten, ich stelle mich nochmal ganz kurz vor, für die, die mich nicht kennen, erzähle ein bisschen was ist Reshoot R überhaupt, das ist ein Spiel. Was kann man damit machen? Dann werde ich ein bisschen was darüber erzählen, warum entwickle ich jetzt das Spiel für eine Retro-Plattform, nicht für ein iPhone, wo ich wahrscheinlich reich werden könnte oder auch nicht. Dann werde ich erzählen, was ist eben in 2 Jahren Entwicklungszeit passiert. Dann eine kurze Zusammenfassung dessen, wie das Spiel, also wie es entwickelt wird. Ja? Also wie ist das Hardware-Setup, wie ist das Software-Setup, wie funktioniert der Workflow, also welche Werkzeuge kommen zum Einsatz und in welche Reihenfolge, pipapo. Und danach werden wir ein bisschen was über das Gameplay erzählen, über die Unterschiede zwischen Reshoot, das übrigens hier liegt, wenn jemand Interesse hat, und dem Nachfolgespiel Reshoot R. Und danach nochmal ein kurzes Gameplay-Demo von der neuen Version. Ja, also, genau. Also, genau, ich bin Rieger Löwenstein, ich komme ursprünglich aus München. Ich habe in die Mitte der 80er Jahre habe ich für Magic Bytes und Firebird Software und ein paar andere Ariola Software Spiele auf C64 entwickelt, habe mir von dem Geld, das ich verdient habe, irgendwann mal einen Amiga angeschafft und das ein oder andere Spiel, Prince, Persian Gulf Inferno, kennt vielleicht der ein oder andere, Twinkie Ghost Hiking ist nicht ganz so bekannt gewesen, war aber ganz lustig, als Blitzkrieg-Modus hatte und so weiter und so fort, naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann einen Amiga gehabt und habe dann zu der Zeit, das war so 90, 91, auch die Lust am Schreiben entdeckt und habe dann beim Amiga-Drucker, bei der Spielefachzeitschrift, wenn jemand kennt, das Spieletesten angefangen. Und habe auch den Weg in den Journalismus gefunden und habe das Spielentwickeln dann aber auch aufgegeben zu dem Zeitpunkt, weil ernstzunehmender Job und Spielentwicklung zusammen, das ist schlecht in Einklang zu bringen. Beim Joker Verlag war ich dann bis 2000, bis er zugesperrt hat, habe zwischenzeitlich die Chefredaktion vom Amiga Joker übernommen und bin seitdem freiberuflich als Journalist unterwegs, schreibe mittlerweile nicht mehr so sehr über Games, weil der Games-Journalismus nicht mehr so wahnsinnig lukrativ ist. Ich mache jetzt Medienproduktion, das heißt, ich produziere Zeitschriften, Webseiten, was auch immer, für wechselnde Verlage. Bin Familienvater, komme aus Landsberg. Wenn jemand in der Ecke ist, kann ich mich gerne anrufen, suchen, auf ein Bier einladen, also immer, also jederzeit gerne auf Plauderei. Ich bin oft auf Retro-Veranstaltungen anzutreffen, Christian weiß das. Und jetzt erst einmal, was ist Reshoot R? Reshoot R ist ein Game für den Amiga und wie es ausschaut, das könnt ihr jetzt sehen. Ich habe ein kurzes Video vorbereitet. Das ist nicht ganz aktuell, das Video ist von 2017, aber es zeigt schon das Spiel im Wesentlichen so, wie es ist. Schon cool auf der Riesenleinwand, das ist auch geil. Thank you.
also das ist das Spiel. Und ja, also Reshoot A ist ein horizontal scrollendes Shoot'em Up für Amiga 1200, Amiga 4000 und DC32. Also für alle Amigas mit AGA-Chipsatz. Braucht 2 MB Chipmem, braucht keine Fastframe, braucht keine Turbokarte, läuft einfach auf jeder Hardware, die einen AGA-Chipsatz hat. Hat, wie ich finde, eine ganz nette Grafik, die nicht von mir ist, deswegen darf ich sagen, das hat ein Grafiker gemacht, der in Australien sitzt, Kevin Saunders. Hat eine ganz gute Musik von Martin Amann, der, finde ich, einen ganz geilen Job gemacht hat. Also die Musik ist auch, das war jetzt auch nicht irgendwie ein Overlay oder sowas, sondern das ist die Musik aus dem Amiga gerade gewesen und die Soundeffekte parallel dazu auch. Also das ist alles ganz, alles in-game gewesen. Coding und Design ist meine Baustelle. Ja, technische Daten ganz kurz zusammengefasst. Das ganze Spiel ist komplett in Assembler, also in Maschinensprache entwickelt. Hat horizontales Scrolling in bis zu 5 Ebenen. Sind, ihr habt es ja gesehen, diese Nebel-Baba-Quatsch da, das sind so Transparenzeffekte, die sind auf dem AGA-Chipsatz ganz gut machbar. Es sind ein paar technische Tricks drin, die man sonst eher so aus der Demo-Szene kennt. Perspective Scrolling, das ist so ein dreidimensionaler Effekt. Dann dieser Sinus-Wobble, den wir gerade schon gesehen haben mit dem Nebel. Dann so Copper-Colors, also irgendwelche lustigen Farbreihen, die sich horizontal verändern. Solche Geschichten sind drin. Das Spiel benutzt 64 Pixel breite Sprites auf dem Amiga. Es gibt Situationen, wo man um die 100 Stück davon auf dem Bildschirm gleichzeitig hat. Es benutzt 7 Bitplanes. Wem das was sagt, wem es nichts sagt, das entspricht 128 Farben. Und Interleaf Blit Objekte, das ist auch so ein technischer Terminus, der letztendlich bloß bedeutet, dass ich bei dem Spiel versucht habe, so viel wie nur irgendwie möglich aus der Amiga-Hardware rauszukitzeln. Also der Plan bei dem ganzen Ding ist, jetzt nicht irgendwie ein Spiel zu produzieren, sondern es soll wirklich ein Spiel sein, das auf dem Niveau der besten Spiele in den 90er Jahren auf dem Amiga ist. Ja. Grund ist der, dass ich die Szene auf dem C64 auch schon seit einigen Jahren verfolge und ich bin total begeistert von dem, was auf dem C64 seit 5-6 Jahren passiert, was für geniale Software da entwickelt wird, die eigentlich auf einem besseren Niveau ist als das, was man tatsächlich in den 80er Jahren gespielt hat, während das auf dem Amiga noch immer nicht der Fall ist. Ja, also auf dem Amiga gibt es schon so 2-3 Neuerscheinungen im Jahr, aber die sind alle so, ich weiß nicht, also mich begeistern sie jedenfalls nicht so richtig. Ja, und der Plan ist halt, ein Reshoot-Arm-Spiel zu entwickeln, das man ernsthaft auch in den 90er Jahren hätte so kommerziell veröffentlichen können. Ja, warum tue ich mir das überhaupt an? Warum Retro-Coding? Angefangen hat das Ganze mit einem, ja, eigentlich mit einem Umzug. Vor 4 Jahren war das. Da, ja, war es halt so, dass wir mit meiner Frau, damals noch Freundin, zusammen beschlossen haben, okay, wir ziehen zusammen, wir ziehen um und wir wollen eben ein gemeinsames Leben gründen. Hat dazu geführt, dass ich diverseste Sammlungen auflösen musste, weil das halt nicht so richtig frauenkompatibel war und weil auch der Platz gefehlt hat. Letzten Endes habe ich in meinem Keller halt einige Amigas gehabt, CD32, Amiga 4000 und diverse Konsolen. Und einiges davon musste weichen. Mein Amiga 1200 konnte ich auch nicht hergeben, weil mit dem möchte ich irgendwann begraben werden. habe dann aber sehr schnell gelernt, ich habe mich viele Jahre davor nicht mit Retro-Hardware befasst, habe aber sehr schnell erfahren, als ich mich mit den 1200 wieder befasst habe, dass der 1200 das Problem hat, dass die Kondensatoren eben lecken, das kennen die meisten hier wahrscheinlich schon im Raum. Habe ihn daraufhin restaurieren lassen und habe in dem Zusammenhang auch gleich ein paar alte Disketten wieder nochmal geprüft, ob die noch funktionieren. Ich habe ja eben, habe ich ja vorhin schon kurz erläutert, in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre schon Software entwickelt und habe mir gedacht, okay, also wenn ich jetzt hier schon den Amiga 1200 umstehen habe und der schaut wieder tiptop aus, dann gucke ich doch mal, ob ich nochmal so einen Code, den ich selber entwickelt habe in den 90er Jahren, ob ich den nochmal reaktivieren könnte. Hat eine Weile gedauert, bis ich mich wieder so ein bisschen reingefuchst hatte, aber letzten Endes ist dann dieses Spiel daraus entstanden. Das wurde dann im August 2016 veröffentlicht, das heißt also veröffentlicht, auch CD produziert und das war so der Hergang, warum ich überhaupt ja, wieder angefangen habe zuzuentwickeln. Genau, also Reshoot Release August 2016. Bei dem Spiel war es jetzt so, da habe ich mir ein Jahr Zeit genommen, um das zu entwickeln und habe auf diesem Prinzip auch ein horizontal scrollendes Shoot'em Up. Habe auch Feedback bekommen, das ganz gut war, aber nicht perfekt. Also es war halt so, dass ich bei dem Spiel
letzten Endes mir deswegen ein Jahr Zeit genommen habe, weil der Plan tatsächlich war, zur Gamescom 2016 fertig zu sein. Warum war das der Plan? Weil ich die Chance hatte, auf der Gamescom 2016 mein Spiel vorzustellen und zu verkaufen. Ja. Und wenn du die Chance hast, auf der Gamescom vor großem Publikum ein Spiel halt wirklich zu präsentieren, dann willst du die Chance natürlich auch nutzen. Ja. Und deswegen musste ich einfach fertig werden, egal was bis dahin der Stand der Dinge ist. Und so ist es dann halt schon ein gutes Spiel geworden, aber es sind noch zwei der Bugs, die sind ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Und es ist einfach noch nicht ganz, also ich hab bei weitem nicht alle Ideen umsetzen können, die ich so hatte, die man in so einem Spiel vielleicht hätte einbauen können. Letzten Endes, ja, warum mache ich es dann, wenn ich eigentlich gar nicht zufrieden bin mit der Entwicklung? Ich bin trotzdem zufrieden, ich finde das Spiel gut. Ich habe mich sehr gefreut über die Rückmeldung, zumal die Rückmeldung im Großen, auch wenn es negative Rückmeldung war, dann wurde sie meistens sehr nett vorgetragen. Ja. Das heißt, also, ich habe wirklich ein gutes Feedback bekommen und sehr viel Ruhm geerntet, Reichtum leider gar nicht. Also wir haben das Spiel zwar produziert und verkauft, aber ich glaube, ich habe so um die 300 Stück verkauft am Ende des Tages. Das hat gereicht, um die Benzinkosten zur Gamescom zu decken und die Produktionskosten von dem Teil. Und ich hatte, kann man überschlagen, so eine CD kostet mit der Packung, mit der Anleitung drin ungefähr 3 Euro in der Produktion. Und dann musstest du halt so um die 100 Stück verkaufen, dass du allein schon die Kosten hier wieder reinbekommst. Und wenn du dann 300 Stück verkaufst, also da verdienst du kein ernstzunehmendes Geld mit. Ne? Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich eben gesagt habe, na gut, dann mache ich eben weiter. Jetzt habe ich ja die Engine schon entwickelt, also das heißt, ich habe grundsätzlich mal wieder begriffen, wie funktioniert so ein Amiga überhaupt, wie funktioniert Coding überhaupt. Und die Engine habe ich auch schon, also ich habe schon viele Puzzlesteine beieinander, die man braucht, um so ein Shoot'em'up zu entwickeln. Und jetzt gucke ich doch mal, ob ich diese Ideen, die ich ja schon hatte, ob ich die nicht vielleicht in ein anderes, in ein weiteres Spiel integrieren kann. Ja, und so kam dann die Idee für Reshoot R zustande. Das ist, also die Arbeit daran aufgenommen habe ich tatsächlich am 26. Juli 2016. Da ist der erste Code entstanden. Und also Reshoot R ist tatsächlich aber ein anderes Spiel als Reshoot. Ja, es hat einen ähnlichen Namen, aber es ist tatsächlich ein Nachfolger. Der hat halt keine 2, sondern ein R. Und ich werde auch irgendwann mal darüber reden, warum das R da drin vorkommt. Es ist aber tatsächlich so anders, dass man vom grundsätzlichen Genre her eigentlich fast keine Verwandtschaft mehr feststellen kann. Ja. Es hat jetzt tatsächlich eine Levelstruktur, während das hier ein Endless Gameplay hat. Das heißt, du kannst halt 5 bis 6 bis 7 Minuten durchspielen und stirbst halt dann und dann war es das. Reshoot R ist in der Hinsicht ein bisschen traditioneller aufgebaut, weil ich eben aus der Community die Rückmeldung bekommen habe, das ist uns alles zu progressiv im Reshoot. Wir wollen ganz gerne wieder Levels haben, wir wollen auch ganz gerne wieder Bossgegner haben und wir wollen auf jeden Fall nicht diese komische C64 Soundmusik haben, die du da drin hast, ja, sondern jeder wollte Soundtracker-Musik haben, wie man es auf dem Amiga eben kennt. Und deswegen ist das Visual auch wieder drin. Es sind extra Waffen drin. Es gibt jetzt tatsächlich eine Highscore-Tabelle und die wird auch gespeichert, die wird auch auf dem CD32 gespeichert in dem InfoRAM. Und die Highscore-Tabelle ist internetfähig, das ist so ein kleiner Gag, den ich mir erlaubt habe. Du kriegst, wenn du einen Highscore erzielt hast, kriegst du einen 11-stelligen Buchstabencode. Und mit dem Buchstabencode kannst du auf eine Webseite gehen, die nennt sich, okay, ich habe die URL jetzt nicht im Kopf, aber sie funktioniert grundsätzlich schon. Also es wird dann in der Anleitung stehen, wo man hingehen muss und dann kannst du dort den Code eingeben und daraus, aus diesem Code wird dann der Highscore generiert und dann in der Internet-Highscore-Tabelle verewigt. Also das heißt, du kannst den Code jetzt mit deinem Handy fotografieren oder direkt ins Handy eintippen, was auch immer. Und dann hast du eben eine Online-Highscore-Tabelle, die es ja auf dem Amiga so in den 90er Jahren auch noch nicht so häufig gegeben hat, glaube ich jedenfalls. Was man nicht sieht, ist besonders spannend. Das sind so Dinge wie die Steuerung, an der ich extrem viel gefeilt habe, oder auch die Kollisionsabfrage, die bei dem Spiel, sage ich mal, tja, einige fanden sie schwierig bis fragwürdig. Ja. Es gibt auch eine Pausenfunktion. Also es gibt super viele Kleinigkeiten, die ich eben verändert habe. Ich werde darauf später nochmal eingehen, weil das sind alles Dinge, die ich der Community letzten Endes zu verdanken habe. Also jetzt euch und anderen Leuten, die auf der Gamescom mit mir geredet haben, die mir alle Feedback gegeben haben und oft auch wirklich gute Ideen hatten, wie man so ein Spiel eben wirklich gut machen kann. Setup und Workflow. So sieht es im Prinzip bei mir aus. Im Büro, also ich wohne in Landsberg, ich arbeite auch in Landsberg, ich habe da ein kleines Büro, auch als Freiberufler. Und ich arbeite im Büro meistens. Ja. Oder auch nachts zu Hause. Ich habe, wer vielleicht vor 2 Jahren meinen Vortrag mitbekommen hat,
Ich bin tatsächlich Nachtarbeiter. Also ich habe mir irgendwann, als meine Tochter, ich habe eine Tochter von 3,5 Jahren, als meine Tochter noch sehr viel kleiner war, nämlich ungefähr ein halbes Jahr alt, da hat sie, ja, wie es halt Babys so machen, mich dann nachts halt geweckt und die Mama auch. Bin dann aufgestanden, habe Flashing gemacht und habe dann oft dann auch noch weiter programmiert, ja, weil ich eh schon wach war und nicht mehr einschlafen konnte. Und das war also vor ungefähr 3 Jahren. Und diesen Rhythmus habe ich tatsächlich bis heute beibehalten, weil irgendwie der funktioniert für mich gut. Ja, ich finde es irgendwie super, dass ich so nachts aufstehe. Also ich gehe ins Bett so um 10 und schlafe dann bis um 2, so 4 Stunden. Und dann stehe ich tatsächlich immer noch auf und programmiere so 2-3 Stunden. Klingt bekloppt, aber es funktioniert für mich halt einfach ganz gut. Ja? Und ich habe meine Ruhe, keine starken E-Mails, keiner nervt. Und ich kann 3 Stunden am Stück konzentriert entwickeln. Und ich weiß nicht, wer Software entwickelt, der weiß, oder zumindest für mich ist es so, ich brauche tatsächlich mehrere Stunden am Stück, wo ich mich total fokussieren kann. Ja? Ich kann nicht entwickeln, wenn ich alle 10 Minuten irgendwie durch irgendwas abgelenkt werde, sondern ich muss mich total fokussieren können und dann geht auch was vorwärts. Und deswegen habe ich diesen Rhythmus beibehalten, weil ich dieses Spiel einfach auch weiterentwickeln will. Und manchmal gucke ich aber auch einen Film, weil ich zu freuen oder so. Aber der Rhythmus funktioniert für mich jedenfalls ganz gut. Jetzt zum Setup, genau. Was ihr da oben seht, das ist also im Wesentlichen ein iMac mit einem externen Monitor. Das heißt also, ich entwickle tatsächlich nicht wirklich auf der echten Hardware, wobei die aber auch zum Einsatz kommt, das sieht man auf dem rechten Foto. Ich entwickle grundsätzlich auf einem iMac deswegen, weil ich den Mac halt mag und weil es auf dem Mac ganz gute Tools gibt, wie zum Beispiel Xcode, das in dem Zusammenhang eingesetzt wird. Xcode ist ein Standard Entwicklungssystem auf der Apple-Plattform, mit dem man eigentlich eher iOS-Spiele entwickelt, aber man kann es im Prinzip, also den Code, was du da eintippst, ich benutze es eigentlich nur als Texteditor letzten Endes, das kannst du, da kannst du für jede Plattform entwickeln und das ist auch genau, was ich tue. Das heißt, ich habe jetzt hier auf dem linken Bildschirm sieht man es Xcode am Laufen, auf dem rechten Bildschirm eine Amiga-Emulation, FSUAE, und ich habe mir halt so ein paar Makros entwickelt, die es mir gestatten, dass ich innerhalb von einer Sekunde den Code auf Xcode speichere. Der wird dann in so eine Art ja, temporäres Laufwerk reingespeichert, auf das auch der Amiga zugreifen kann. Und auf dem Amiga werden gleichzeitig Makros gestartet, die den Ryzen One Assembler starten. Das heißt, es wird tatsächlich auf dem Amiga auch kompiliert, das ganze Programm, und dann auch gestartet. Ja. Und das Ganze mit den Makros, also ich habe eine Tastenfunktion, Control 9, und dann wird genau dieser Workflow ausgelöst und innerhalb von einer Sekunde läuft das Spiel dann auf dem Amiga. Ja. Und das ist ein riesiger Unterschied zur Entwicklung auf einer Original-Hardware, weil da, egal was für eine Turbo-Karte ich reinpacken würde, es würde immer sehr viel langsamer gehen. Und ich kann halt auch in einem Original-Amiga die Abstürze, die Guru-Meditations nicht so entspannt abfangen. Ja. Es dauert einfach alles sehr, sehr viel länger. Dazu kommt, ich kann schlichtweg nicht mehr auf der Tastatur so richtig arbeiten. Ja. Die hat einfach einen viel längeren Tastenloop als jetzt so eine Mac-Tastatur. Und ich bin hier einfach viel, viel schneller. Ich würde mal schätzen, ich glaube, auf einem echten Amiga würde die Arbeit, die ich jetzt in 2 Jahren geleistet habe, 5 oder 6 Jahre dauern. Und ob ich 5 oder 6 Jahre die Motivation aufbringe, da habe ich mal ernste Zweifel. Genau. Ja, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, was alles so an Hardware und Software zum Einsatz kommt. Das ist ein MacBook eben hier, ein iMac. Ich benutze diverse Software. Tilt zum Beispiel. Tilt ist ein Map-Editor, mit dem ich Landschaften zusammensetzen kann. Und in meinem Fall aber auch Gegnerformationen integrieren kann. Also Tilt ist in der Lage, mehrere Ebenen anzulegen, die übereinander liegen. Und ich kann jeder Ebene eine Definition geben. Zum Beispiel das eine kann die Landschaft sein, die erste Ebene, die zweite Ebene kann eben können die Gegnerformationen sein. Und dann kommt zum Einsatz eben Xcode als besserer Editor sozusagen. Ich habe 2 Monitore nebeneinander stehen. Ich nutze die Cloud, um meine Software zu speichern. Was auch eine Lehre ist, die ich aus einem Datenverlust mal gezogen habe. Wie wahrscheinlich jeder hier habt ihr schon mal, also jeder hat schon mal irgendwie ein Word verloren, irgendein Bild nicht mehr gefunden, wo irgendein Festplattencrash erlebt. Ging mir auch so. Und seitdem speichere ich alle Daten in meiner Dropbox. Und das führt dazu, dass alle Daten überall synchronisiert werden. Und wenn ich tatsächlich mal irgendwie Mist baue, dass ich irgendwas versehentlich lösche oder sonst irgendwas Blödes passiert, dann sind die Daten jederzeit wieder griffbereit. Ja, also tatsächlich habe ich diese Funktion von Dropbox, also dass ich eine alte Version einer Datei wieder zurückholen kann, diese Funktion habe ich schon relativ häufig benutzt. Ja, weil ich eben dann irgendwann gemerkt habe, oh, dieses Bild ist dann doch nicht ganz so gut gelungen, das Original war vielleicht doch besser. Und dann suche ich mir das alte Bild wieder
aus per Dropbox zurück und ich muss das nicht alles selber auf meiner Festplatte speichern, sondern kann das Dropbox überlassen. Funktioniert für mich ganz gut. Der Amiga-Emulator ist ein ganz normaler FSUAE, Hardware-Emulation oder eine Festplatten-Emulation, die dem Mac zugänglich ist und dem Amiga gleichzeitig, habe ich auch schon kurz erklärt. Auf der Emulation wie auch auf der echten Hardware benutze ich einen ISM1-Assembler, Deluxe Paint und PicCon. Und zusätzlich kommt eben richtiger, also mein Amiga 1200 zum Einsatz, der ist im Wesentlichen nicht erweitert, der hat einen 4 MB Fastram drin und außerdem so ein CF-Kartenlesegerät am PCMCIA-Port. Über die CF-Karte kann ich am Mac meinen Code auf die CF-Karte speichern und dann in den Amiga einlegen und dann auf dem Amiga den Code, also auf der echten Hardware testen. Das geht auch relativ schnell. Ja, das kostet mich so ungefähr 1 bis 2 Minuten und dann kann ich eben den aktuellen Stand, den ich hier auf dem Mac entwickelt habe, auf dem echten Amiga ausprobieren. Mario Lösser muss ich noch kurz erwähnen in dem Zusammenhang, weil der mir nämlich gerade eine 6860er Turbo-Karte zur Verfügung gestellt hat, mit der die ich selber niemals haben werde. Und die benutze ich eben, um das Spiel zu testen auf verschiedene Konfigurationen. Also der Plan ist, dass das Spiel tatsächlich auf jedem Amiga mit AGA-Chipsatz läuft, egal was für eine Hardware drin ist. Ja. Deswegen lasse ich auch das Betriebssystem übrigens aktiv, weil das mir erlaubt eben zu testen, okay, was für eine Konfiguration habe ich überhaupt, was für ein Amiga. Ich kann auf CD-ROM zugreifen, auf die Festplatte zugreifen und auf die Disketten zugreifen und das tut das Spiel auch tatsächlich. Ja, also Xcode, ich gehe ganz kurz auf die Programme ein, auf die wichtigsten Programme, die ich einsetze. Xcode, wer kennt Xcode? Okay. Sonst keiner? Ja, schon. Also Xcode ist im Wesentlichen eben eine Entwicklungsumgebung, die man auf dem Mac eben einsetzt, um für diverse Plattformen zu entwickeln. Ich benutze sie hauptsächlich als Editor mit ein paar Komfortfunktionen. Eine der Komfortfunktionen, die kann man hier ganz gut sehen, nämlich Versionskontrolle. Das heißt, ich kann den Stand meines Source Code speichern, wann immer ich das für richtig halte, und dieser Stand wird dann auch gespeichert. Das heißt, ich habe mittlerweile um die 120 Versionen meines Source Code schon gespeichert und ich kann jede alte Version jederzeit wieder abrufen. Ja? Das heißt, ich kann heute noch gucken, wie sieht denn eigentlich der Stand aus, den ich am 27. Juli 2016 angelegt habe, und kann es vergleichen, und das sieht man hier, kann es vergleichen mit der aktuellen Version. Das heißt also, Xcode zeigt mir an, das sieht man so ein bisschen an diesen grauen Balken, die von links nach rechts laufen. Xcode vergleicht beide Textversionen und zeigt mir in Echtzeit jeden Unterschied an. Ja? Das heißt also, wenn ich irgendwo eine Adressierungsart verändere oder vielleicht auch ein komplett neues Code-Element integriere, dann kann ich das mit dieser Funktion sehr leicht finden und auch, das hilft mir natürlich bei der Analyse meines Codes. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe, wenn ich irgendwas austesten möchte, was ist vielleicht schneller? Ja, welche Version meines Codes ist schneller, um irgendwie bestimmte Objekte zu zeichnen, dann kann ich mit Hilfe dieser Funktion sehr schnell gucken, okay, wo sind die Unterschiede, wo kann ich vielleicht noch was optimieren und wo habe ich aber auch vielleicht einfach Mist gebaut. Ja. Ich kann damit auch so ganz simple Dinge machen, wie man schnell Variablen, also die Namen, die Bezeichnung von Variablen, sehr schnell ändern. Und auch das sind Funktionen, die ich alle schon benutzt habe. Genau, links sieht man in dieser linken Spalte, habe ich dann einen Überblick über alle Files, die in diesem Programm, also in dem Spiel zum Einsatz kommen. Das heißt also, ich habe eine ganz gute Möglichkeit, meinen Source Code auch zu strukturieren. Also ich habe nicht den kompletten Code in einem Textfile drin, sondern ich habe diverse Textfiles, die sich fokussieren auf bestimmte Aufgaben. Ladefunktion zum Beispiel, Speichermanagement, Debugging-Funktionen, die Spielehauptverwaltung, Objekte zeichnen, das sind alles separate Textfiles, die ich dann, so ist es einfach besser strukturiert und ich kann einzelne Problemzonen oder einzelne Aufgaben auch besser überschauen. Dann kommt eben Tilt zum Einsatz. Tilt ist mein Karteneditor, oder nicht mein, es ist ein Karteneditor, den ich mir auf dem Internet geladen habe und der normalerweise eben auch für Jump'n'Runs hauptsächlich benutzt wird. Ich benutze ihn eben jetzt hier für mein Shoot'em'up. Der arbeitet im Prinzip kachelbasiert. Kachelbasiert sagt jedem was? Nicht so sehr? Also Kacheln ist im Prinzip so eine Art Funktion, um Objekte sehr schnell in eine Landschaft reinzustempeln sozusagen. Man sieht jetzt hier links einzelne Objekte, da sagt man im Englischen eben Tile dazu. Ja? Ich nenne es Kachel. Und ich kann mit der Kachelfunktion eben jedes dieser Objekte, ohne dass ich jetzt einzelne Pixel verschieben müsste oder malen müsste, ich kann jedes Objekt einzeln nehmen,
und rechts, also in der Bildmitte, ist dann die gesamte Karte und eben rechts einfach in die Karte reinstempeln sozusagen. Ja. Und auf die Art und Weise, indem ich eben vorgefertigte Objekte schon angelegt habe und diese Objekte einfach in die Landschaft reinkopieren kann, kann ich sehr, sehr schnell auch große Landschaften generieren. Und das ist deswegen notwendig, weil Reshoot R ein recht schnelles Spiel ist. Das heißt, es läuft sehr viel Landschaft von rechts nach links über den Bildschirm. Und wenn man da so 2-3 Minuten spielt, dann scheint das wenig Spielzeit zu sein, aber tatsächlich ist es sehr viel Landschaft. Ja. Und es ist, wenn man vorwärts kommen will im Entwicklungsprozess, ist es wichtig, dass du jeden Handgriff möglichst optimierst, möglichst schnell bist mit jedem Handgriff. Und kachelbasiertes Entwerfen von Landschaften ist einfach super schnell. Ja. Ich kann mit halt auch komplette Landschaftsbestandteile, also nicht mehr, also ganze Ansammlungen von Kacheln auch kopieren und nochmal irgendwo anders reinstempeln. Und gleichzeitig kann ich auch, was man hier auch schon sieht, man sieht jetzt hier zwei Ebenen schon. Das eine ist die Landschaftsebene, also nur die Hintergrundgrafik. Und davor ist eine zweite Ebene. Das ist die Ebene, die die Objekte, die beweglichen Objekte, die mobilen Objekte definiert. Und die haben dann irgendwelche kryptischen Bezeichnungen. Asteroid B zum Beispiel deutet einfach eine bestimmte Asteroidenvariante, die sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegt. Und was man jetzt hier nicht gut oder eigentlich gar nicht sieht, ich kann jedem Objekt auch noch ein paar Attribute anheften. Ja, also jedes Objekt. Ich kann zum Beispiel eine Hitzone haben, sprich ich kann es treffen mit einem Schuss oder auch nicht. Extrasymbole zum Beispiel werden nicht getroffen, sollen nicht getroffen werden, weil die soll ich ja aufsammeln. Gleichzeitig will ich ja auch, wenn ich mir beim Raumschiff in ein Extrasymbol reinfliege, will ich ja gar nicht selber zerstört werden. Ja? Das sind alles Attribute, die ich jedem Objekt zuordnen kann und die ich ihm auch zuordnen muss, damit so ein Spiel tatsächlich funktioniert. Ich kann auch jedem Objekt zum Beispiel ein Copy-Attribut beiordnen. Copy heißt so viel wie, dieses Objekt soll nicht nur einmal erscheinen, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und zwar in einem definierten Abstand. Den kann ich dann auch frei definieren und ich kann auch definieren, wie dieser Abstand sich verändern soll, ob in der X- oder Y-Richtung irgendwelche Veränderungen stattfinden sollen. Auf die Art und Weise kann ich also auch relativ komplexe Gegnerformationen sehr, sehr schnell anlegen. Ich muss nicht jedes Objekt einzeln da in die Karte reinzeichnen, sondern ich kann ein Objekt anlegen und kann dann eben sagen, das wiederholst du jetzt bitte 10-mal und du startest jedes Objekt im Abstand von 2 Sekunden und bitte halte dabei einen Y-Abstand von 20 Pixeln ab, sodass die Gegner nicht alle hintereinander reinfliegen, sondern in einem gewissen horizontalen oder vertikalen Abstand. Und das sind alles Geschichten, die ich früher auf einem Amiga in Datentabellen tatsächlich ganz hart einprogrammiert hätte, ja, mit DC.B, das sind also wirklich einfach Datentabellen mit Zahlen. Und dann hätte ich das Ganze kompiliert und dann hätte ich es gestartet, dann hätte ich es getestet und dann hätte ich gemerkt, das funktioniert nicht so richtig gut. Und dann hätte ich wieder alles neu eintippen müssen und wieder neu kompilieren und nochmal starten. Das dauert alles sehr, sehr lang. Ja. Hier ist es jetzt so, ich kann alle diese Attribute, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Attribute kann ich ändern und ich kann sofort mit einem Tastendruck das Spiel an der Stelle neu starten. Ja, genau an der Stelle. Das heißt also, es dauert 2 Sekunden und schon kann ich austesten, ob diese neue Gegnerformation gut funktioniert oder ob sie eben nicht gut funktioniert. Und das wiederum führt dazu, dass ich sehr viel mehr Möglichkeiten beim Game Design habe. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand ja früher die meisten Amiga-Spiele tatsächlich gar nicht besonders gut ausbalanciert. Ja. Es gibt ein paar echt großartige Amiga-Spiele, aber es gibt halt auch 90% Schrott, ja, der einfach nicht wirklich gut ausschaut, der nicht wirklich gut, ja, der mich nicht wirklich motiviert, der ein bisschen einfallslos auf mich wirkt. Und das führe ich dann schon darauf zurück, dass in dem Entwicklungsprozess eben solche Datentabellen zum Einsatz gekommen sind, die ich von Hand programmieren musste. Ja, weil das ist so mühselig und so zeitaufwendig, dass ich mir eine Optimierung, eine Verbesserung des Game Designs vielleicht auch öfter eher mal schenke und dann sage, das ist jetzt gut genug, jetzt entwickle ich weiter. Ich habe ja auch bloß in den 80er, 90er bloß einen bestimmten Zeitkorridor gehabt, um ein Spiel fertig zu entwickeln. Und deswegen war es für mich wichtig, dass ich das Game, dass ich Werkzeuge habe, mit denen ich ein Game Design machen kann, das mir auch gefällt und das mir eben auch erlaubt, um ein schönes Game Design sehr, sehr schnell zu entwickeln. Deswegen ist Teil davon ein super Werkzeug. Ein zweites oder ein drittes Werkzeug ist dann eben Alles in One. Also jeder, der auch mal hier schon mal ein bisschen an der Assembler Maschinensprache entwickelt hat, der kennt das vermutlich oder eine der vielen Varianten davon. Ist ein ganz gängiger Assembler, der wurde dann in der Szene diverseste Male optimiert, verändert und so weiter und so fort. Funktioniert mittlerweile auch mit größeren, schnelleren Prozessoren. Und mit dem den benutze ich einfach und schönes Teil.
Sollen wir was sehen? Bild ist weg. Bitte? Sollen wir was sehen? Wieso ist das Bild jetzt weg? Okay. Müssen wir Geld noch schmeißen? Das ist der Windows 10 PC, ist ein Standby-Ding. Der Teil ist aktuell hätte noch. Kannst du mal aus- und einstecken mit deinem Video? Ganz schön zickig, ja. Die Beamerlampen leuchten. Okay, also ich habe jetzt einen ausgestellt. Okay. Also den Quellcode, den du auf dem Mac schreibst, den überträgst du als Quellcode auf dem Amiga und assemblierst den dann auf dem Amiga. Ganz genau. Also du hast keinen irgendwie jetzt auf dem Mac einen Assembler, der direkt Objektcode für einen 80.000er. Das ist auch eine gängige Methode. Würde auch gehen. Das machen auch einige Leute, die auf dem Amiga entwickeln. Ich mache es halt anders. Ja, okay. Das ist, glaube ich, beides okay. Ja. Geschmackssache letztendlich. Ich sage mal so, ich finde schon auch wichtig, dass man auf dem Amiga ein bisschen was macht so irgendwo, ja. Und gelegentlich mal auf dem Amiga ein bisschen nochmal, gerade zum Debuggen ist nicht schlecht, wenn man mit dem ISM-Bone auch umgehen kann, ja, auf echter Hardware. Weil ich habe die Erfahrung gemacht mit Reshoot schon, dass wenn ich nur auf dem Emulator entwickle, dass ich dann irgendwann stelle ich mir damit selber ein Bein, weil eine Emulation, so gut wie der FSUAE ist, doch nicht alles zu 100% abbildet. Und das tut er vor allem nicht mit dem AGA-Chipsatz. Da gibt es ganz ernsthafte Probleme im Zusammenhang mit Scrolling, dass der AGA-Chipsatz, also die echte Hardware, verzeiht sehr viel weniger Fehler, als es die Emulation tut. Mhm. Und bei Reshoot war es nun so, da habe ich so ein Jahr lang vor mich hin entwickelt und habe dann den ersten Testlauf nach einem Jahr erst auf echter Hardware gemacht und es hat gar nichts funktioniert. Es hat wirklich nichts funktioniert. Ich habe einfach einen Tag lang nur Goro-Meditations gehabt und als ich die dann endlich gekillt hatte, dann hatte ich einfach kein Scrolling. Es ging einfach nicht. Ja. Bis ich dann irgendwann gelernt habe, dass die Emulation einfach ein komplett anderes Timing hat als die echte Hardware und dass mein ganzer Ansatz, wie ich das Scrolling programmiere, ja nicht funktioniert. Ja. Und ich musste mir also wirklich was überlegen. Es hat dann am Ende des Tages nur zwei, drei Tage nochmal extra gedauert, aber seitdem habe ich mir schon angewöhnt, dass ich öfter mal auf dem Amiga gucke, ob mein Code auch funktioniert und damit ich eben mit dem Amiga auch umgehen kann. Ja, damit ich eben auch weiß, was ist denn jetzt, wie finde ich denn Fehler überhaupt auf einem Amiga. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, dass ich mit dem ASM-One arbeite, weil ich eben mit dem Tool, mit dem Werkzeug auch umgehen können möchte. Ja. Und es ist vielleicht ein bisschen langsamer, als wenn ich direkt auf dem Mac kompilieren würde, ja. Aber es ist immer noch schnell genug. Emulation ist ja rasend schnell. Ja, ich kann ja sagen, nimm den Amiga und Beschleunigung den 100, für Faktor 100. Ja. Und schon ist es auch sehr, sehr schnell. Also so viel der Zeitfluss hält sich dort doch sehr in Grenzen. Ja, das nächste Tool ist dann Deluxe Paint, wird wahrscheinlich den meisten von euch hier ein Begriff sein. Deluxe Paint ist das Standard Malprogramm auf dem Amiga. Ich benutze es hauptsächlich, um Grafiken, die ich von Kevin bekomme, in irgendein benutzbares Format zu konvertieren. Der Kevin ist insofern ein super Typ und wir passen super zusammen, weil der Kevin auch versteht, dass ein Amiga, also er selber, er hat einen Amiga, aber er ist eigentlich Maler, ja? Und er rendert auch, und zwar mit modernen Werkzeugen. Aber er ist schon einer, der versteht, dass ein Amiga halt mit einem True Color 4K-Bild halt nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Und deswegen, wenn ich ihm sage, okay, hör mal, ich habe nur 16 Farben zur Verfügung aus dem und dem Grund, oder für den Sprites vielleicht sogar nur 3 Farben, und es darf nur die und die Dimension haben, ja? Es darf nur 32 Pixel breit sein oder 64 Pixel breit sein, dann liefert der mir auch sowas. Ja? Ich habe mal eine Zeit lang versucht, mit Studenten von der Media Design Hochschule in München zu arbeiten, weil ich es irgendwie spannend fand, mit jungen Leuten sowas durchzuziehen. Aber ich habe 2, 3 Versuche gestartet und das hat leider nicht funktioniert, weil es einfach so war, die haben es nicht verstanden, dass sie anders denken müssen, dass sie in die Pixel zählen müssen. Ja? Dass sie, wenn ich ihnen sage, ein Objekt hat die und die Limits und die musst du auch einhalten, dann haben sie mir eben doch was anderes geliefert. Ja? Wenn ich dann ein Raumschiff bekomme, das halt 36 Pixel breit ist, und ich sage halt, es hat 32 Pixel, dann verstehen die nicht, dass ich damit leider nichts anfangen kann, weil ein Amiga eben nur 32 Pixel breite Sprites, in diesem Fall jedenfalls, darstellen kann. Und die restlichen 4, ja, die fallen halt einfach weg und schon sieht das Raumschiff halt nicht mehr so aus, wie es eigentlich gedacht war. Und dasselbe auch mit Farben, also wenn ich dann halt sage, 3 Farben, 16 Farben, was auch immer, das verstehen die einfach gar nicht, weil die diese Tools nicht kennen. Ja? Wir haben True-Color-Tools, wo man einfach eine Farbe wählt und gut ist es und dann malt man vor sich hin. Und der Kevin, der versteht es eben schon.
Und ich nehme dann seine Files und muss im Wesentlichen im Deluxe-Band eigentlich bloß noch vielleicht mal eine Farboptimierung machen, vielleicht nochmal die Farbpalette anpassen. Aber ansonsten ist da nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Ein ganz wichtiges Tool für meine Arbeit ist Picon. Das ist auch ein Amiga-Tool. Picon ist ein Tool, was die EFF-Files, die Deluxe-Band generiert, in Interleaved-Formate umwandelt. Interleaved ist, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, letzten Endes ist es ein Bildformat, dass der Blitter-Coprozessor im Amiga einfach schneller bearbeiten kann als EFF-Files. EFF-Files kann er gar nicht bearbeiten, aber Interleaved eben schon. Und Picon konvertiert alle möglichen Formate in alle möglichen anderen Formate. Picon kann auch zum Beispiel JPEGs lesen, was unter Amiga-Programmen auch nicht so ganz selbstverständlich ist. Ja, kann auch PNGs lesen, alle möglichen Grafikformate lesen. Das heißt, ich erspare mir da auch diverse Konvertierungsarbeit, die ich vorher auf dem Mac leisten müsste. Das muss ich mit Picon eben nicht mehr. Und Picon ist dann quasi so, also was aus Picon reinkommt, rauskommt, das läuft dann direkt in mein Spiel rein. Ja. Das hier zum Beispiel ist die Heldin, die nennt sich Taryn. Und die dient in Reshoot A dazu, so eine gewisse kleine Geschichte zu erzählen. Ja. Das habe ich jetzt in dem Spiel noch nicht gemacht. Bei Reshoot A wird es eine kleine Geschichte geben. Es wird einen Grund geben, warum ich überhaupt aus Weltraum fliege. Es wird einen Grund geben, warum ich überhaupt schieße. Und es wird einen Grund geben, warum ich überleben möchte. Und all das soll dazu führen, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen spannender findet. Irgendwie. Es wird auch einen Bösewicht geben und es wird auch eine kleine Geschichte drumherum geben. Aber alles sehr, sehr unaufdringlich, nur am Rande erzählt und so, dass das Gameplay absolut total im Zentrum steht. Es gibt auch keine Rollenspielelemente oder so Scheiß. Das ist einfach nur so ein Bild, das kommt da mal vor. Das Spiel wird es dann sehen. Und ja. Okay. Dann wollte ich euch ein bisschen erzählen darüber, was denn eigentlich so passiert ist von August 2016 bis heute. Also das Spiel ist jetzt eben 2 Jahre in Entwicklung. Ich habe es ja vorhin schon kurz angerissen. Ich entwickle hauptsächlich nachts. Ich entwickle so im Schnitt vielleicht 4 bis 5 Tage die Woche, jeweils 2 bis 3 Stunden. Wenn man das überschlägt, dann kommen wir auf ein paar 100 Stunden, die da schon zusammengekommen sind. Ich entwickle aber nicht nur, weil ich das Spiel ja auch gar nicht allein entwickle, sondern das sind ja mehrere Leute daran beteiligt, eben zum Beispiel der Kevin in Australien oder der Martin aus dem Ruhrgebiet. Das heißt also, zur Coding-Arbeit dazu kommen noch diverse organisatorische Aufgaben. Man muss ja den Leuten, dem Kevin zum Beispiel, erklären, okay, was für Raumschiffe stelle ich mir vor, wie soll denn so eine Formation aussehen, wie könnte man das animieren. Ja? Soll das wippen, soll sich das drehen, soll es vielleicht ein Maul haben, was auch immer. All diese Dinge muss man ja einfach mal besprechen. Ich habe da verschiedene Werkzeuge probiert, um möglichst alle Beteiligten irgendwie auf demselben Stand der Dinge zu halten. Trello zum Beispiel ist so ein organisatorisches Tool, das im Netz, das übers Internet funktioniert, wo man Bilder austauschen kann, Tabellen, Texte, Sounds, was auch immer. Man kann alle möglichen Daten austauschen. Habe dann aber ja, relativ schnell gemerkt, dass wenn nicht jeder diese Tools zwingend benutzt. Ja? Also im Unternehmen ist es ja so, wenn man angestellt ist, ja, dann muss man natürlich das tun, was der Chef sagt. Das ist vollkommen klar. Aber hier reden wir ja von mehr oder weniger ja, ehrenamtlicher Spaß an der Freude, an einem Hobby. Ja? Und wenn der Kevin halt sagt, er hat keinen Bock auf Trello, er findet es zu kompliziert, ja, dann ist es eben so. Dann muss ich das akzeptieren und dann kann ich mit Trello halt nicht weiterarbeiten. Und das sind eben so die Kleinigkeiten, die mir dann so die man eben beachten muss, wenn man so ein Projekt durchziehen möchte. Wenn man es nicht komplett alleine betreut, sondern andere Leute mit an Bord hat, dann kommt da eine soziale Komponente mit rein, die man nicht vernachlässigen darf. Ja, ich hatte zum Beispiel ursprünglich jemand an der Hand, der hätte die Soundeffekte machen sollen. Der hatte saugeile Soundeffekte schon entwickelt für ein Amiga-Spiel, das leider nie erschienen ist. Und im Prinzip waren wir uns eigentlich einig, bis dann irgendwann, als ich die Soundeffekte von ihm schon hatte, er dann noch geschrieben hat, ja Richie, wann immer du Interviews führst, dann erwarte ich, dass du meinen Namen nennst und dass der Name dann auch erscheint in der Publikation. Ja? Dann habe ich gesagt, ja, also schwierig, weil erstmal geht es ja vielleicht gar nicht um das Thema Musik und Soundeffekte, also warum soll ich den Namen erwähnen? Und zum anderen, ich kann meinem Gegenüber ja nicht diktieren, was er zu schreiben hat oder zu sagen hat, das geht ja nicht, das ist nicht meine Art. Ja? Dann hat er gemeint, ja, also wenn du das so nicht zusagen kannst, dann werden wir leider nicht zusammenkommen. Wir haben jetzt hier wochenlang irgendwie über Soundeffekte gesprochen und alles und jetzt kommst du mit sowas. Aber so passt dann, der hat drauf bestanden. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, also diese Zusage kann ich so nicht einhalten, dann werden wir leider nicht zusammenarbeiten können.
Und dasselbe bei der Webseite, bis ich diese Webseite mit dieser Highscore-Funktion integriert hatte, das hat 3-4 Versuche gebraucht, weil ich mehrere Anläufe gebraucht habe, bis ich jemanden fand, der tatsächlich auch nicht nur sagt, er baut mir diese Webseite, sondern der es dann auch tatsächlich tut. Ja? Also da muss man wirklich gucken, wenn man da mal Leute gefunden hat, die in einem Projekt mitwirken, die das dann auch zu Ende bringen können, was sie sagen, ja? Dann sollte man sich diese Leute wirklich warm halten. Ja? Und wenn dann der Kevin halt sagt, Richie, tut mir leid, Trello finde ich kacke, dann ist es eben so, dann kann ich eben mit Trello nicht arbeiten, dann richte ich mich nach ihm und seitdem kommunizieren wir hauptsächlich ganz konventionell über E-Mail und Telefon, Skype eher, genau. Ja. Was ist sonst noch passiert in den 2 Jahren? Ja, eben Coding ist klar, Design sind natürlich Geschichten, die spreche ich mit dem Kevin ab, die spreche ich aber auch mit dem Martin ab, der den Sound macht, der die Soundeffekte macht. Warum? Weil es beides gute Leute sind, die sich auskennen, die auch gute Ideen haben. Da findet eine stetige Erweiterung und Optimierung statt. Auch das ist in den 2 Jahren Usus. Dann ist in den 2 Jahren passiert Community-Arbeit und Marketing im allerweitesten Sinne. Warum? Weil ich will natürlich das Spiel, das soll ja nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sonst würde ich jetzt auch nicht hier stehen, ja? Sondern es sollen ja Leute was davon haben. Erstmal, ich freue mich einfach, wenn Leute das Spiel sehen und wenn sie es dann gut finden. Ist ja klar, man macht ja sowas nicht, wenn man es nicht wegen des Geldes macht. Und das hier mache ich nicht wegen des Geldes, weil es nämlich kein Geld einbringt. Da macht man es halt, um nette Leute zu treffen und vielleicht auch eine gute Rückmeldung zu bekommen und positive Gefühle irgendwie zu gewinnen. Darum geht es eigentlich bei dieser ganzen Retro-Geschichte für mich zumindest. Ja. Also ich freue mich einfach, wenn ich so ein bisschen was teilen kann, wenn ich mich mit anderen Leuten austauschen kann, die vielleicht auch ähnliche Interessen haben. Aber diese Community arbeitet, die kostet natürlich auch Zeit. Ja. Und es ist auch so, dass jetzt hier ist es Wochenende und das ist alles cool, aber unter der Woche ist es manchmal halt so, da muss man dann schon gucken, wann findet man denn mal noch mal ein paar Minuten, dass ich mit Martin mal über die neuesten Soundtracks rede oder wie man jetzt vielleicht den Soundeffekt XY noch mal optimieren könnte. Ich meine, ich habe ein Kind, er hat auch ein Kind und wir haben beide Jobs. Das heißt also, wir haben eine Familie und alles und pipapo, da bleibt nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber das muss man eben auch mit einrechnen. Ich habe sogar mal gehört, dass man für Community-Arbeit und Marketing mindestens dieselbe Zeit einrechnen sollte wie für die eigentliche Spielentwicklung. Bei Profis ist es tatsächlich so. Ja? Weil es hilft ja nichts, wenn du ein Spiel hast, von dem kein Mensch je gehört hat. Ja? Du musst schon gucken, dass du die Botschaft auch irgendwie ins Land rausträgst. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Um mal ein bisschen zu illustrieren, was jetzt passiert ist in den letzten 2 Jahren, dachte ich, ich zeige euch einfach mal so Folien, wie das Spiel vor 2 Jahren ausgesehen hat und wie es jetzt heute aussieht im Vergleich. Das hier ist ein Screenshot, der ist entstanden so Anfang 2017, glaube ich. Das war so die ersten Grafiken, die mir Kevin geliefert hat. Da war es noch so, dass das Spiel im Wesentlichen nichts anderes gemacht hat, als ein bisschen Scrolling und ein paar Objekte, die auf dem Bildschirm, über den Bildschirm fliegen. Es gab sogar schon eine Kollisionsabfrage, aber die war nur sehr rudimentär und sehr, 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 sehr schnell vom Coding her, aber leider auch nicht sehr, sehr sensibel und die hat viele Probleme gehabt. Aber es hat funktioniert und so hat das Spiel also dann Anfang 2017 ausgesehen. Da war jetzt auch noch gar kein Score-Anzeige, ist auch schon drin gewesen. Ja, okay. Das ist dann 3 Monate später gewesen, es war im April oder Mai 2017, da gab es dann den ersten Versuch einer Highscore-Tabelle. Ich hasse es, Highscore-Tabellen zu programmieren. Warum? Weil die schauen lasch aus, da freue ich mich nicht über irgendeinen coolen Effekt, den ich damit erziele. Das ist irgendwie nur ärgerlich und funktioniert auch meistens nicht richtig gut. Aber letztendlich ist es jetzt drin, es ist eine Highscore-Tabelle drin. Das war eine der Rückmeldungen auf das Spiel hier, wir wollen eine Highscore-Tabelle. Und ich sehe sie auch ein. Es ist halt cool, wenn man auf Platz 1 da sich vorkämpfen kann. Genau, das war also dann im April oder Mai 2017. Dann, das ist August oder September 2017. Da war es dann schon so, dass das Spiel so langsam in eine Richtung geht, wo es auch tatsächlich ein richtiges Spiel ist, wo auch Ereignisse im Spiel passieren. Ja? Das hier zum Beispiel ist Escalation. Escalation bedeutet, dass jetzt gleich irgendwas Schlimmes passieren wird. Ja? Wahrscheinlich ein Bossgegner. Und das sind so diese kleinen dramatischen Höhepunkte, die so ein Spiel halt ja, einfach schöner und spannender und interessanter machen. Ja? Nichts langweiliger als 5 Minuten einfach durch eine Landschaft zu fliegen und immer dieselben Formationen an Gegnern wegzupusten. Es gibt genug Amiga-Spiele, die es so machen, also Shoot'em-ups. Es gibt aber ein paar Spiele, die sehr viel besser funktionieren. Und dieses Escalation-Moment zum Beispiel ist was, das habe ich aus einem Spiel namens Ikaruga, wenn es jemand was sagt.
Nee, das ist so ein japanisches Shoot'em up, auf dem Gamecube habe ich das gespielt. Also ein modernes Teil. Ich versuche einfach generell ein paar Ideen aus modernen Spielen auch zu übernehmen, weil die einfach im Amiga auch gut funktionieren können. Wie zum Beispiel jetzt so ein bisschen die Dramatisierung bestimmter Situationen, ja. Was ich als modernes Element übernommen habe, ist die Synchronisierung von Musik und Animation. Also es gibt ein paar Situationen, wo der Takt der Musik zum Takt der Angriffswelt passt. Ja. Das hat jetzt fürs Gameplay rein gar nichts zu bedeuten. Es ist einfach nur ein bisschen schön, wenn diese schnelle Musik diese Angreiferwellen synchronisiert, also wenn sie sich quasi im Takt zur Musik bewegen. Das ist was auf dem Amiga, glaube ich, so noch nie passiert ist. Und sieht einfach nett aus. Ja, und jetzt sind wir so langsam in der Jetztzeit angelangt. Das ist ein Screenshot, den habe ich, glaube ich, vor 3 oder 4 Monaten gemacht. Man sieht jetzt schon, wenn man es nochmal vergleicht mit den Screenshots vorher, dass das Ganze doch deutlich detaillierter ist, denke ich mal. Und auch Extrawaffen hat, dass da viel mehr Schatten und Licht drin ist, also viel mehr Kontrast. Die Extrawaffen sind drin, es ist so Copper Colors in den Scoranzeigen zu sehen, also die Scoranzeigen sind ein bisschen bunter. Also das ist jetzt schon der Ist-Zustand und das ist halt in den letzten 2 Jahren passiert. Jedes Pixel muss man letzten Endes tatsächlich mal anfassen und überarbeiten. So, wie gesagt, das ist 2-mal drin. Sekunde. Sorry, okay. Dann zum Thema Community. Warum ist Community so wichtig für so ein Projekt? Also zum einen ist es so, dass ich habe mal immer versucht, einen Weg zu finden, wie ich sowas professionell, so eine Entwicklung professionell ausüben könnte. Also der Gedanke war, vielleicht ist es ja möglich, dass man mit so einer Entwicklung auch tatsächlich Geld verdient und dass man damit vielleicht sogar irgendwann davon leben kann. Und ich habe da verschiedene Ideen ausprobiert. Eine davon war Patreon. Patreon ist eine Website, da können Kreative aller Sparten können ihre Arbeit reinstellen, können sich vorstellen und können auf die Art und Weise Sponsoren finden, die sie mit monatlichen Kleinstbeträgen unterstützen. Ja, also es geht darum letzten Endes, dass ich meine Arbeit da vorstelle und dass dann eben, wer auch immer Bock hat auf ein neues Amiga-Spiel, meine Arbeit mit 2 bis 3 Euro im Monat unterstützt. Hat leider nicht funktioniert, muss man leider sagen. Also ich bin jetzt mittlerweile bei 80 Euro im Monat oder sowas. Ja. Es reicht, dass ich meine Frau vielleicht mal zum Essen halte oder sowas und deswegen toleriert meine Frau und so mein Hobby auch. Das hilft natürlich, aber zum Überleben funktioniert es noch nicht so ganz. Wobei ich jetzt letztens ein ganz interessantes Gespräch mit dem Chester Colchin geführt habe. Der Chester Colchin ist ein Typ, der hat auf dem C64 was entwickelt, mehrere Spiele schon entwickelt und jetzt eben gerade Sam's Journey. Sam's Journey ist, sagt jemand Sam's Journey was? Meiner bescheidenen Meinung nach das beste Jump'n'Run, das auf dem C64 je existiert hat. Und wahrscheinlich wird es auch nicht so bald wieder ein besseres geben. Das ist schwierig. Ja. Und der Kerl hat von dem Ballspiel halt so geil ist natürlich, hat er halt schon gut was verkauft. Ja. Und der hat sich jetzt tatsächlich vor einigen Wochen dazu entschlossen, weil es eben so gut funktioniert hat, sich da zu professionalisieren. Also er hat es also geschafft, auch die C64-Community derart zu aktivieren, dass sie ihm genügend Stückzahlen abkaufen, dass er von dem, was er da erwirtschaftet, auch leben kann und sich jetzt dem neuen Projekt widmen kann. Ja? Also es kann schon funktionieren, ja? Aber man muss halt wirklich, also ich weiß jetzt gar nicht genau, ob Chester eine Familie hat, da ist es vielleicht nochmal eine andere Situation, aber so der Grundgedanke ist bei ihm auch so da gewesen und er hat es jetzt mit seinem Spiel geschafft. Mal gucken, vielleicht, wenn die Amiga-Community noch ein bisschen mehr Spiele affin wird und auch mal das ein oder andere Spiel auch tatsächlich Geld dafür ausgibt, dann funktioniert es bei mir auch noch. Aber ja, so lange muss ich eben weiterarbeiten, hilft ja nichts. Ne? Genau. Oh. Community, ja. Ich präsentiere das Spiel jetzt hier für euch. Ich habe es auch schon auf der Gamescom gezeigt, auf der Amiga 32, auf der Retro-Börse. Bei der Gamescom Bavaria Venissage im Werk 1 in München. Und das mache ich deswegen, weil es eben schön ist, das so, ja, die Eindrücke zu teilen und auch auf der Gamescom speziell und auch auf der Classic Computing den Leuten, also das Spiel auf der echten Hardware zu zeigen, auf einem CD32 oder auf einem Amiga 1200 und die Leute zu beobachten. Wie gehen die mit dem Spiel um? Was passiert denn da eigentlich? Ja, wo haben die vielleicht
wo haben die vielleicht Probleme. Das ist super spannend. Ich habe gerade auf der Gamescom 2017, da habe ich mit ein paar Leuten von Factor 5 dann ein bisschen über mein Spiel geplaudert, die haben es gespielt und wir haben einfach so ein bisschen ja, rumgejammt sozusagen. Ja, was könnte man denn machen, damit das Spiel noch ein bisschen schicker wird, damit es noch ein bisschen besser funktioniert. Und dann hat der Willi Becker, der Z-Out entwickelt hat, hat mir so ein paar Tipps gegeben, wie ich zum Beispiel die Kollisionsabfrage optimieren kann. Ja, ich hatte vorher eine ganz simple Kollisionsabfrage drin, also in der ersten Spielversion, die letzten Endes nur die, ja, nur guckt, überschneiden sich zwei Pixel. Ja, also habe ich praktisch ein Gegnerprojektil und wenn dieses Gegnerprojektil mit einem Pixel mein Raumschiff trifft, ja, dann wurde auch schon sofort ein Hit ausgelöst und mein eigenes Raumschiff ist explodiert. Das mag ja vielleicht physikalisch korrekt sein, ja, wenn man so will, aber es ist heutzutage einfach nicht mehr üblich. Ja. Also heutzutage sind die Leute faul, ja, die wollen nicht mehr arbeiten für den Erfolg, sondern die wollen am liebsten einfach so durchfliegen, ganz entspannt und so, am besten mit Dauerfeuerfunktion, die es übrigens im Spiel auch geben wird. Und es gibt eben heutzutage sogenannte Hitboxes, also kleine treffbare Bereiche sozusagen. Und das habe ich eben alles integriert, nachdem Willi Becker mir da so ein paar Tipps gegeben hat, wie man das schnell machen kann. Es geht ja auch immer darum, dass das Ganze schnell funktioniert, damit das Spiel, damit die Qualität, die visuelle Qualität nicht leidet. Und der Andreas Escher, das ist der Grafiker, der hat dann Lehr gemacht. Der hat am Turrican mitgearbeitet und dann noch zwei, drei Sachen. Und der hat sich dann angeboten, zusammen mit dem Oliver Lindau, der jetzt wiederum jemand ist, der in der C64-Szene praktisch jedes schöne, wirklich großartige Demo mitgepixelt hat. Ja, es ist ein Gott der Pixel, wirklich. Und Andreas Escher und Oliver Lindau, die haben sich dann bereit erklärt, auch nochmal ein bisschen an der Grafik mitzuwirken. Das heißt, ich habe dann mit dem Kevin, der ursprünglich alle Objekte gezeichnet hat, geredet, hab ihn gefragt, ob das okay wäre, wenn jetzt noch andere Leute mitwirken und noch so ein bisschen optimieren. Und daraufhin hat gerade der Oliver Lindau ganz tolle Ideen gehabt, wie man die Farbwirkung noch ein bisschen steigern könnte. Ja, mehr Schatten, mehr Licht und hat dann eben noch ein paar Pixel gesetzt, die meiner Meinung nach eine unglaubliche Wirkung noch entfalten. Das Ganze wirkt dann auch noch ein bisschen plastischer, ein bisschen transparenter. Das sind so Kleinigkeiten, die machen so ein Spiel, die heben es noch mal ein bisschen hervor irgendwo. Ja. Und deswegen ist die Community für mich so wichtig, weil ja, diese ganze Spielbarkeit, diese Kollisionsabfrage, diese Tiefe, die man jetzt in der Grafik drin hat, die wäre gar nicht möglich, wenn ich nicht mit der Community reden würde, wenn ich mir nicht die Spiele angucken würde, wie die Leute spielen und wenn ich aus dem, was ich da erlebe, wenn ich daraus nicht irgendwas ja, für mich selbst wieder rausziehen würde, beziehungsweise für das Spiel. Führt aber natürlich dazu, dass das Spiel sehr viel länger in Entwicklung ist als ursprünglich gedacht. Eigentlich war der Plan, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr schon fertig bin. Ja, ich wollte eigentlich Anfang 2018 das Spiel veröffentlicht haben, aber dann kam die Gamescom 2017 dazwischen und eben Willi Becker und Oliver Lamy, wie sie alle heißen. Ja. Dasselbe auf der Classic Computing, dasselbe auf der Amiga 32. Praktisch bei jeder Veranstaltung kriege ich mindestens zwei, drei leider wirklich zu gute Ideen mit, die ich dann halt umsetzen muss. Das hilft ja nichts. Ne? Also ein paar Ideen werfe ich auch über Bord, weil ich einfach sage, das ist jetzt zu unrealistisch. Aber so ein paar Sachen sind einfach zu wertvoll, die kann man nicht ignorieren. Und das Spiel soll halt einfach ein gutes Spiel werden am Ende des Tages. Und da ich ja jetzt keinen Zeitdruck habe, kann ich es mir auch erlauben, halt ein bisschen länger zu brauchen. Aktuell plane ich Anfang 2019 fertig zu werden. Aber das ist nur ein Plan. Mal gucken. Genau. Dann dachte ich, zeige euch mal so ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie Reshoot R ja, mit der Amiga-Hardware umgeht. Reshoot R ist ein Spiel, das den Amiga schon relativ gut ausnutzt. Ja. Ich versuche schon, alle Möglichkeiten der Hardware zu nutzen. Es soll schnell laufen mit 50 Frames pro Sekunde, also sehr, sehr geschmeidig, sehr, sehr schnell, mit schönen, großen, bunten Objekten, mit schönen, vielen Effekten. Und es ist am Amiga so, der hat zwar schon relativ viel Prozessorleistung für, ja, im Vergleich zu anderen Maschinen der späten 80er Jahre, aber es ist immer noch so, man muss wirklich super viel optimieren, man muss wirklich gucken, wo verschwende ich meine Rechenleistung und wie nutze ich die Hardware ganz optimal. Ja. Und ich dachte mir jetzt, ich zeige euch mal, wie ich mit Sprites in dem Spiel umgehe. Jetzt weiß jemand von euch, wie viele Sprites von Amiga ohne Tricks normalerweise darstellen kann? Acht Stück. Genau. Also normalerweise, wenn ich den Amiga einschalte, wenn ich ein ganz normales Programm starten würde, dann könnte ich acht bewegliche Objekte auf dem Bildschirm darstellen.
wenn ich nur mit Sprites arbeiten möchte. Die Vorteile von Sprites, die sind, das sind letzten Endes bewegliche Objekte, die ich über die Hintergrundgrafik legen kann, und ich kann die komplett unabhängig von der Hintergrundgrafik bewegen. Das heißt, ich muss jetzt keine Rücksicht darauf nehmen, wie viele Farben der Hintergrund hat, ja, oder ob es sich bewegt oder nicht. Das ist alles vollkommen egal. Ich kann diese Sprite-Objekte einfach über den Bildschirm fliegen lassen, und es sind sehr, sehr leicht handzuhaben. Aber der Amiga hat leider nur 8 Stück davon. Und er hat noch nicht mal 8 Stück davon, wenn ich Horizontalscrolling benutze, weil die Amiga-Hardware leider in mancher Hinsicht limitiert ist, wenn man dann doch ein paar Sachen ausprobiert, die vielleicht nicht so vorgesehen sind wie gedacht. Und Horizontalscrolling ist sogar vorgesehen, aber es ist leider so, dass durch gewisse technische Limits bei der DMA-Verwaltung jedes Mal, wenn ich den Bildschirm scrolle, ein paar DMA-Slots, also DMA-Zyklen wegfallen und dadurch auch Sprites nicht mehr angezeigt werden. Führt letzten Endes dazu, dass ich bei Horizontal-Scrolling auf einem AGA-Amiga im Normalfall nur 5 oder 6 oder 7 Sprites verwenden kann. Das 8. Sprite ist einfach nicht mehr verwendbar. Das Sprite Nummer 7, je nachdem, was ich eben so tue. Da muss man eben gucken, wie man damit umgeht. Da muss man dann eben Wege finden. Ja. Und das ist jetzt ein Bild, das zeigt das Spiel so, wie es tatsächlich aussieht. Ja. Irgendeine Idee, was davon Sprites sind und was nicht? Die Kometen. Wie soll ich sagen, die 4 Angreifer, die Orangenen, ja, das Schiff und dann und die Schlange unten noch. Ja. Dann wären wir bei 6. Ja. Nee. Die Schüsse sind gar nicht, oder? Doch. Aber die Schüsse sind Sprites. Okay, okay. Dann nur Schüsse und Ding. Oder es sind also deutlich mehr als 8 Sprites. Genau, ja. Das sind eben deutlich mehr als 8 Sprites. Also Sprites sind in dem Fall alle Schüsse und das eigene Raumschiff. Alle Schüsse. Auch die vom eigenen Schiff. Dann das Schiff selber sind Sprites, sind 2 Sprites, die übereinander gelegt sind. Diese Extrawaffencontainer, die man so angedeutet sieht, über dem Schiff und unter dem Schiff sind Sprites. Und tatsächlich ist die Hintergrundgrafik-Sprites, also dieses blaue Gedöns, was man da sieht, so, was man so angedeutet sieht, sind auch Sprites. Ja. Das war bloß jetzt 20 in den 1200. Der hat 3 Blitterkopper, CPU. Genau, und den Copper brauchst du auch, um sowas zu machen. Ja. Und hier sieht man jetzt ganz gut, hier sind jetzt mal alle Sprites deaktiviert, bis auf die Sprite 6 und 7. Ich habe gerade gesagt, die Sprite 6, also Programmierer zählen immer bei 0, fangen immer bei 0 bis 10 an. Deswegen muss ich sagen, also wenn ich sage 8 Sprites, dann meine ich damit Sprite 0 bis 7. Genau. Und das Sprite 6 und das Sprite 7 verwende ich in meinem Spiel, um einmal die Score-Anzeige zu generieren. Das ist das Sprite Nummer 6. Und dann das Sprite Nummer 7, das ist diese blaue Hintergrund-Parallax-Ebene. Das ist einfach eine Grafikebene, die ich mit Hilfe des Co-Prozessors Copper, das ist so ein Zeilenprozessor. Der Zeilenprozessor kann in jeder Bildschirmzeile sagen, okay, verändere die Auflösung oder kopiere mein Sprite. Ja? Ich kann also dem Copper sagen, okay, er soll ein Sprite kopieren. Das würde man auf dem C64 mit einem Raster-Interrupt machen, auf dem Amiga geht das auch. Aber es gibt eben einen Copper-Prozessor, der das sehr viel schneller und eleganter lösen kann. Und der Copper, wenn man ihn gut programmiert, kann ein Sprite nicht nur in jeder Y, also in jeder Bildzeile kopieren, sondern eben auch in der Horizontalen. Ja? Und auf die Art und Weise kannst du den Copper dazu bringen, dass er ein Sprite pro Bildzeile eben nicht nur einmal, sondern mehrfach anzeigt. Genau, in dem Fall sind es jetzt 5, weil ein Pixel hat, ein Sprite ist 64 Pixel breit maximal, mal 5, dann kommst du auf 320 Pixel, die so ein Bildschirm breit ist. Und schon hast du eine Bildschirmebene, die komplett nur mit einem einzigen Sprite generiert wird. Da gibt es jetzt viele Detailprobleme noch, ja, aber im Prinzip funktioniert das so. Und das muss, also meine Herangehensweise war eben das einmal, ich habe es mal gehört, habe es dann ausprobiert, bin dann im Detail dann doch wieder auf Probleme gestoßen, aber diese Probleme kann man eben umgehen, auf gewisse Art und Weise. Ja, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, wenn es jemand interessiert, was es da so alles noch zu beachten gibt, gerne. Aber das ist eben dann, also ein Sprite ist tatsächlich eine Grafikebene, das zweite Sprite ist die Highscore-Anzeige. Dann, jetzt sind die Sprites 2, 3, 4 und 5 aktiv, das sind alle Schüsse. Ja? Das sind in dem Fall, weiß ich nicht, vielleicht so 50 oder sowas. Das ist nun eine Geschichte, die der Amiga dem C64 tatsächlich voraus hat. Der C64, der kann auch Sprites mehrfach darstellen, da würde man Raster Interrupts benutzen. Und man kann trotzdem bloß 8 Sprites pro Bildzeile darstellen, deswegen flackern bei auf dem C64 häufiger mal, ja normalerweise. Ja.
Also genau, es flackert dann und es gibt schon noch ein paar, also wenn man wirklich ganz Taktzügling genau dann. Ja, aber da kannst du kein Spiel mehr draus machen. Nein, nein, das ist dann wie auf dem Atari 2600, das ist dann Racing the Beam, aber ja. Richtig. Ne? Das ist auch auf dem Amiga im Prinzip auch noch so. Der Körper macht es anders. Das ist genau dasselbe. Genau das ja. Tatsächlich ist ja auch der Ingenieur, der das Atari VCS entwickelt hat, hat ja auch den Amiga Körper entwickelt. Deswegen sind die auch sehr verwandt tatsächlich. Also rein von der Herangehensweise, die Denke ist genau dieselbe. Ja. Und, aber der Amiga ist eben in der Lage, mit Hilfe des Coppers eben Sprites zu multiplexen, wie man dann sagt, aber eben auch mit Hilfe der, man braucht noch nicht mal den Copper dafür, das ist das Schöne am Amiga, er kann auch mit Hilfe der DMA, kann er Sprites mehrfach recyceln sozusagen, also mehrfach anzeigen. Ich muss bloß eine gewisse Datenstruktur anlegen und wenn ich diese Datenstruktur auf eine gewisse Art und Weise anlege, dann kann der Amiga, ohne dass er den Copper braucht, ohne dass er den Blizzard braucht und ohne dass er den Hauptprozessor braucht, Sprites mehrfach darstellen. Ja? Das ist einfach eine Frage der Datenstruktur, der Datentabellen. Das ist alles irgendwie so ein bisschen, das war in den 80er, 90er Jahren noch gar nicht so wahnsinnig verbreitet. Ich habe es zum Beispiel nicht gewusst, bis ich das hier entwickelt habe. Und dann bin ich irgendwann mal über irgendein Hardware-Manual gestolpert, das ich von dem ich noch nie gehört hatte. Und da stand dann drin, wie man diese Technik einsetzen kann. Und ich setze eben hier jetzt ein. Und da gibt es noch einige Methoden, um das nochmal zu optimieren. Weil auch das, ich meine, wenn du 50 Objekte ja, verwalten willst und über den Bildschirm schießen willst, ja, dann ist ein Amiga auch schon ganz gut ausgelastet, auch mit Sprites. Ja, weil natürlich, du musst ja jedes Objekt nicht nur irgendwie berechnen, also die Position XY, du musst ja auch Kollisionsabfrage machen. Macht ja keinen Sinn, wenn die einfach nur auf dem Bildschirm zu sehen sind. Wir reden ja nicht von einem Demo. Ja. Bei einem Demo wäre es cool, wenn ich die Objekte nur sehe und alles ist gut. Bei einem Spiel ist es so, ich brauche noch hier irgendwie eine Interaktion. Ja. Es muss ja etwas passieren, wenn ich das Raumschiff treffe. Ja. Und das heißt, diese Kollisionserfrage muss ich für jedes dieser Objekte durchführen. Ja. Oder ich behelfe mir mit dem Trick und lasse den Amiga mir eine Meldung schicken, denn der Amiga kann immerhin Kollisionen feststellen. Er kann mir sagen, okay, das Sprite Nummer 0 wurde von Sprite Nummer 5 getroffen. Ja. Und in dem Fall löse ich dann erst so quasi meine Software-Seite der Kollisionserfrage aus. Das heißt, der Amiga meldet mir, okay, hier ist gerade irgendein Objekt mit einem anderen Objekt kollidiert. Und erst dann starte ich meine Softwareanfrage. Das heißt, es spart mir auch wieder ein bisschen Rechenzeit. Und all diese Kleinigkeiten, ja, die sind notwendig, um so ein Spiel wirklich schnell zu bekommen. Ja. Und dann sieht man hier jetzt wieder alle Sprites im Zusammenhang. Das heißt also, weder diese komischen orangen Teile sind Sprites, noch die Asteroiden sind Sprites, auch nicht die Schlange, das sind auch keine Sprites, sondern nur die Schüssel und die Hintergrundgrafik. Die anderen Objekte, die sind alle sogenannte Blitter-Objekte. Der Blitter ist ein zweiter Coprozessor im Amiga, der in der Lage ist, relativ schnell Inhalte in den Bildschirmspeicher reinzukopieren. Und so funktioniert der Amiga grundsätzlich auch, so wie moderne Hardware es auch macht. Du hast einen Bildschirmspeicher, da sind gewisse Bildpunkte, die muss ich eben mit Farbe füllen, mit Inhalten füllen, um auf dem Bildschirm ein Bild zu bekommen. Und genauso funktioniert es auf dem Amiga auch. Und der Blitter kann eben sehr schnell Bildschirminhalte von A nach B kopieren, in dem Fall von einem temporären Speicher in den Bildspeicher rein und so kommen dann die größeren Objekte zustande. Da wäre es nämlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel die orangen Objekte nehmen würde, ja, wenn ich die mit Sprites machen wollte, ja, dann ist es so, dass ein Sprite hat nur drei Farben maximal. Ich kann zwei Sprites koppeln, dann habe ich maximal 15 Farben. Das heißt, also, wenn ich 8 Sprites habe, und die habe ich auf dem Amiga ja noch nicht mal in dem Fall, sondern nur 7. Ich habe das 8. Sprite mit dem Trick benutzt. Ja, wenn es jemand interessiert, kann ich auch erklären, wie ich alle Sprites doch nutzen kann. Aber auf jeden Fall, normalerweise könnte ich, wenn ich so große Objekte mache wie die orangen Objekte, davon könnte ich maximal 4 Stück nebeneinander darstellen. Dann habe ich immer noch kein Raumschiff, kein eigenes Raumschiff und noch gar keinen einzigen Schuss. Und das kann man schon machen, wenn man sehr genau weiß, in welchen Situationen, also bei einem Jump'n'Run zum Beispiel, wenn es nie passieren wird, dass mehr als 4 Objekte nebeneinander stattfinden, dann kann man das schon machen. Aber bei einem Shoot'em'up geht das nicht, weil du bei einem Shoot'em'up diese Limits willst du dir nicht selbst auferlegen. Ja? Du willst beim Game Design ja möglichst frei sein. Ja? Du willst ja möglichst alle Angreiferinformationen so anlegen, dass sie einfach von sich aus gut funktionieren und dass sie nicht bloß deswegen gut funktionieren, dass sie den technischen Limits gehorchen müssen. Es gibt schon einige Spiele, wie zum Beispiel Agony, ja? Was ein wunderschönes Spiel auf dem Amiga ist, aber also, mir fällt immer wieder auf, wie viele einschränkende Spiel beim Game Design macht, ja, weil eben die Hardware das Limit diktiert und nicht das Game Design. Ja.
Und davon gibt es auf dem Amiga so einige Spiele. Und das wollte ich eben hier nicht. Sondern dieses Spiel sollte schon vom Game Design her auch überzeugend sein. Und deswegen die Herangehensweise, dass alle Gegnerobjekte tatsächlich mit Bildschirm gezeichnet werden, weil ich so in der Art und Weise, was passiert, einfach frei im Design sein kann. Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was sind so Basics beim Retro-Coding? Ja, strukturiere deine Zeit, überleg dir, wie kannst du überhaupt ein Projekt wie Visual R überhaupt starten und dann auch zu Ende bringen. Überleg dir das gut, bevor du es anfängst, weil sowas braucht wirklich viel Zeit. Und ich bin jetzt 2 Jahre dran, ich kenne niemanden, der ein ernstzunehmendes Spiel für den Amiga in wesentlich weniger Zeit entwickelt hätte. Es gibt so 2, 3 Ansätze, die momentan auch gerade stattfinden, wo Leute schon 3, 4 Jahre dran entwickeln. Und das ist auch tatsächlich ein übliches Zeitfenster, ja, wenn du sonst noch ein Leben hast, also wenn du arbeitest, wenn du Familie hast und so weiter und so fort. Dann strukturiere deinen Code, also überleg dir vorher, was möchtest du überhaupt mit deinem Spiel erreichen. Ja, und lagere verschiedene Code-Teile aus, also pack nicht alles in einen Textfile rein. Das hat man früher ganz gerne mal gemacht, alles schön in einen Textfile reinpacken und dann kompilieren. Das funktioniert aber nicht. Also strukturiere ihn, dokumentiere ihn, plane voraus, überleg dir also, okay, welche Elemente brauche ich denn für mein Spiel? Brauche ich Angreifer? Brauche ich ein Raumschiff in meinem Fall? Brauche ich Sound? Brauche ich Musik? Wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, dann beauftrage sie rechtzeitig, damit du die Sachen dann auch bekommst, wenn du sie brauchst. Und damit, wenn du sie nicht bekommst, du vielleicht mit jemand anders zusammenarbeiten kannst, der vielleicht eher in der Lage ist, dich zu unterstützen. Ich finde es immer wichtig, aufnahmebereit zu sein und bereit zu sein für Änderungen. Also deswegen ja auch, deswegen zeige ich das Spiel so gerne und so häufig, weil ich es einfach total spannend finde, das dann daraufhin zu optimieren. Das habe ich hier übrigens nicht gemacht. Hätte ich mal besser tun sollen, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Nur dann hätte ich es wahrscheinlich zur Gamescom 2016 nicht mehr fertig bekommen. Also man muss immer überlegen, was hat man jetzt für Ziele. Und in dem Fall soll es halt wirklich ein optimales Spiel sein. Genau. Es kostet alles immer 3-mal so viel Zeit, wie man sich es vorher überlegt hat. Ja, also wenn du denkst, du schaffst ein Spiel in 1 Jahr zu entwickeln, dann wird es ganz sicher 3 oder 4 Jahre dauern. Höre auf die Community, aber verlass dich nicht auf sie. Und hör vielleicht auch nicht zu viel. Also man darf sich nicht aus allem was machen, was einem so gesagt wird. Ja, also wer sich so ein bisschen im Internet bewegt, auf Facebook, wo auch immer, in irgendwelchen Foren, der weiß, dass Leute sehr gemein sein können. Ich habe zum Beispiel, letzte Woche war gerade ein neuer Amiga-Release, da hat jemand eine aktualisierte Fassung von Barbarians gemacht. Barbarian Plus nennt sich die. Das heißt, er hat quasi das Originalspiel genommen, hat AGA-Grafik reingepflanzt und das Ganze ist jetzt viel bunter, hat ein bisschen eine Story und auch ganz tolle Soundeffekte, wie ich finde. Naja, und dann postet der Autor das halt auf Facebook und stellt ein Video mit rein. Und kriegt halt Kommentare so, ja, das ist doch nicht optimal und die Steuerung ist doch kacke, das sieht doch blöd aus, das und das. Ja. Da denkst du dir, wenn man da jetzt ein bisschen sensibler ist, ja, dann denkt man sich, oh Gott, was habe ich falsch gemacht. Ja. Aber das darf man sich nicht denken. Also man muss immer mit dem zufrieden sein, was man geschafft hat. Jeder tut natürlich das Bestmögliche und ich neige dazu, mich mit Leuten zu umgeben, die sich solche Kommentare sparen können und die ihr was Produktives beitragen können zu meiner Arbeit oder auch umgekehrt natürlich ich auch zu ihrer. Also wenn ich jetzt mit dem Martin Ammann zusammenarbeite, der die Soundeffekte macht und die Musik, dann befruchten wir uns sozusagen gegenseitig. Ja. Der Martin Ammann, der den Soundtrack gemacht hat, der ist auch DJ und der hat letztens den Soundtrack aus dem Spiel genommen und hat ihn einfach aufgelegt. Ja. Und da hat er ein Video von gemacht und du kannst es nicht fassen, die Leute tanzen auf diesen Quatsch. Ich hab dieses Video gesehen und dachte, Martin, bist du nicht dein Ernst? Oder die gehen voll ab, die ganzen 18-Jährigen, auf diese Musik und so. Und das ist aber auch, das ist schon cool. Also der Martin auch, der hat sich auch total gefreut. Und das sind so die Kleinigkeiten, die halt passieren können, wenn man dann halt zusammen wirklich gut zusammenarbeitet, wenn man sich versteht und aufeinander auch hört. Und einander respektiert, ganz wichtig. Genau. Und dann dachte ich dann, zeige ich euch jetzt mal die aktuelle Fassung. Jetzt muss ich ganz kurz hier mal schauen, wie ich das hinkriege, wie ich das synchronisiere. Wir müssen dann ein bisschen auf die Zeit schauen auch, gell? Sorry, weil in einer halben Stunde geht ja schon der nächste. Ich habe mir zu viel Zeit vertan. Ja. Nee, also es ist hochinteressant. Ich mache nur noch eine Gameplay-Demo. Super, okay, alles klar. Und dann machen wir es. Dürfte noch der längste Vortrag sein, den wir bis jetzt gehabt haben. Ehrlich, oder? Rein vor meinem Akku-Status schon. Okay. Wenn ich jetzt dann rauskriege, wie ich dann wieder den Bildschirm herkomme. Ich habe gerade das Problem, dass ich den Bildschirm, den ich eigentlich haben möchte, nicht
angezeigt bekomme. Ich hoffe, ich habe es gleich. Das ist jetzt eine Amiga-Emulation, aber es läuft genauso auf einem CD32. Kein Unterschied. In dem Spiel ist es so, es gibt tatsächlich keinen einzigen Gegner, den ich mit einem Schuss erledigen kann. Ja? Also man muss jeden Gegner mindestens zweimal treffen oder dreimal oder viermal. Und da kann man auch klagen, hey, es muss doch auch so irgendwie so Kleinvieh geben, ja? Dass ich sofort erledigen kann, damit ich mich großartig fühlen kann. Ja? Und genau das habe ich jetzt hier eben. Kleinigkeit. Auch eine Rückmeldung, die ich aus der Community bekomme. Wenn ihr mal guckt, der Schuss, der schlägt da gerade auf diesen riesigen Asteroiden ein und da flitzen so kleine Partikel raus. Ja? Auch so eine Geschichte, die ich integriert habe, nachdem ich die Rückmeldung bekam. Man merkt nicht gut genug, ja, was dann eigentlich mit meinen Schüssen gerade passiert. Ja, ob die auf ein festes Hindernis treffen oder ob die durch ein Hindernis durchfliegen können. Es gibt nämlich einige Hindernisse, die kann man tatsächlich nicht treffen. Ja? Das ist fürs Game Design spannend, ja? Aber man muss natürlich schon den Unterschied erkennen können, wirklich gut erkennen können. Ich hatte das ursprünglich nur mit einem Soundeffekt illustriert oder eben vertont, aber das war nicht gut genug. Und deswegen hieß es dann, mach doch mal irgendwas anderes noch. Ne? Und deswegen jetzt diese Partikeleffekte.